Amazon stellt neue spannende Produkte vor. Außerdem gibt es erste News zu den MacBooks, welche im Oktober rauskommen, noch dieses Jahr. Das und noch viel mehr ist letzte Woche in der Tech-Szene passiert. Ganz viel Spaß mit der heutigen Ausgabe der Tech News. Jetzt geht's los. Am 28.09. ist es soweit, da findet das Online-Event von Amazon statt. Werde ich auf jeden Fall auch am Start sein. Dort werden einige neue Echo-Geräte vorgestellt. Unter anderem soll schon bekannt sein, dass Amazon an einem 15-Zoll-Display in Form eines Echos arbeitet, welcher sowohl aufgestellt werden kann, aber dieses Display kann man eben auch an die Wand hängen als Smart-Home-Zentrale, als Steuerzentrale, als, ja, zentraler Punkt eben, worüber das ganze Haus sozusagen theoretisch gesteuert werden kann, wenn man es gerade nicht per Sprache steuert. Finde ich prinzipiell eine coole Sache. Man könnte es auch natürlich ein bisschen lame sehen und denken, ist vielleicht auch einfach nur ein Tablet, was man sich an die Wand hängt, mit der entsprechenden Alexa-Oberfläche eben mit an Bord. Ich bin gespannt. Ich denke, es könnte ein richtig cooles Produkt werden und ich bin auch sonst gespannt, was wir vielleicht sonst an weiteren Produkten noch sehen werden. Wird auf jeden Fall ausführliche Reviews zu allen neuen Amazon-Geräten hier auf dem Kanal geben, wie jedes Jahr. Beta 7 von macOS Monterey läuft aktuell und diese Beta hat uns ja vielleicht schon einen kleinen Hinweis gegeben auf die Auflösung der neuen beiden MacBook Pro Modelle 14 und 16 Zoll, welche im Oktober 2021, also nächsten Monat, zu 99,9% vorgestellt werden. Wir schauen uns mal kurz die Auflösungen an. In der Beta wurden zwei Auflösungen gefunden, die bisher so noch zu keinem aktuellen Produkt passen. Die Auflösung liegt hier bei 3024x1964 Pixel und beim anderen Modell 3456x2234 Pixel. Das heißt, wir haben hier einmal das MacBook Pro mit 14 und einmal mit 16 Zoll. Kurz zum Vergleich, die alte Auflösung des 13 Zoll MacBook Pros 2560x1600 und die alte Auflösung des 16 Zoll MacBook Pros 3072x1920. Das heißt, hierbei muss es sich definitiv um die neuen Geräte mit deren neuen Auflösung handeln. Die EU möchte durchgreifen in Bezug auf USB-C. Man hat erst versucht, jetzt die Industrie so ein bisschen ja, machen zu lassen, dass es jeder irgendwie jetzt selbst umstellt, aber dem ist halt leider nicht so. Dementsprechend wird es dann bald ja, eine Regelung geben, in der man dann 24 Monate Zeit hat, sein Produkt umzustellen auf USB-C, denn auch Ladegeräte sollen sozusagen mit USB-C-Port kommen. Das heißt, alles wird nur noch von USB-C auf USB-C übertragen. Natürlich geht es hier um Musikboxen, Kameras, Smartphones, Tablets und so weiter. Bei den Smartphones ist es eigentlich schon recht einheitlich. Klar, es gibt noch ein ganz paar veraltete Modelle mit Micro-USB, aber das hat eigentlich ja schon keiner mehr heutzutage. Die einzigen, die da wirklich betroffen sind, wären dann Apple, denn die haben ja aktuell nur den Lightning-Anschluss und wollen ja eventuell sogar ganz weg von Anschlüssen gehen. Da bin ich echt gespannt, wie das dann funktionieren wird, ob das dann wirklich auch so erlaubt ist, nur noch über das Wireless-Laden sozusagen zu gehen. Aber ja, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das Ganze lösen lässt. Ist auf jeden Fall insgesamt eine super Sache, würde ich sagen, denn USB-C ist ja nicht die Zukunft, ist eigentlich die Gegenwart, aber manche Hersteller sind da leider immer noch nicht angekommen und wenn man ein Gerät mit Micro-USB beispielsweise im Jahr 2021 irgendwie auspackt, dann fühlt sich das direkt immer gleich ein bisschen billig oder nicht so hochwertig an. Naja, ich hoffe, dass dieses Thema bald durch ist und wir wirklich nur noch den USB-C-Anschluss für alles verwenden. Bald ist es soweit, die neue Samsung Galaxy S-Reihe wird vorgestellt. Hierbei handelt es sich mittlerweile schon ums Galaxy S22 bzw. bis hin zu S22 Ultra. Und da die Note-Reihe dieses Jahr ausfällt und da wird vermutet, dass es halt an Lieferengpässen im Chip-Bereich liegt und auch generell an einer internen Umstrukturierung der Smartphone-Abteilung, ja, jetzt wird davon ausgegangen, dass das Galaxy S22 Ultra mit integriertem S-Pen daherkommt, was auf jeden Fall ein ziemlich nices Feature wäre. Schon im vergangenen Jahr war ja das S21 theoretisch mit dem S-Pen kompatibel, hatte aber keine Aussparung im Gehäuse dafür vorgesehen. Das heißt, wenn man das wirklich mit einem Galaxy S21-Gerät verwenden wollte, musste man entweder eine ja, entsprechende Hülle kaufen, die dann auch noch den Stift hält. Sonst war es dann ein bisschen schwierig. Anders sieht das jetzt, wie gesagt, beim S22 Ultra aus. Hier soll das Ganze im Gehäuse integriert werden und hier wurde von 20:9 Bildverhältnis auf 19,3:9 anscheinend zurückgegangen, um dann eben diesen extra Platz im Gehäuse zu haben. Meinung in die Kommentare, nutzt ihr ein S-Pen oder habt ihr schon mal genutzt oder seid ihr generell Fan von solchen Stiften, auch beim iPad oder so? Ich bin gespannt. Microsoft hat das Surface Duo 2 vorgestellt. Ein klappbares Smartphone für 1599 Euro, 90 Hertz Panel,
5G-Technik und der Snapdragon 888 sind mit an Bord. Liest sich alles erstmal top. Wir schauen uns mal noch ein paar weitere Specs des Geräts an. Weiterhin setzt das Surface Duo 2 auf zwei einzelne Displays. Beide kommen mit jeweils 5,8 Zoll, was ca. 15 cm sind. Im aufgeklappten Zustand sind dann 8,3 Zoll, also 21 cm nutzbar. Die Bildwiederholungsrate liegt, wie gerade schon erwähnt, jetzt nicht mehr bei 60, sondern bei 90 Hertz. Außerdem sollen sie mit bis zu 800 Nits heller geworden sein, die Displays. Neu dabei im Vergleich zum Vorgänger die 5G-Unterstützung und das NFC für kontaktloses Zahlen. Verbaut ist ein 4449 mAh großer Akku. Damit schafft ihr 15,5 Stunden Videowiedergabezeit. Das Gerät ist ein bisschen dicker und schwerer geworden im Vergleich zum Vorgänger, hat jetzt aber auch einiges mehr auf dem Kasten. Ich bin gespannt, wie es sich schlägt, denn beim Vorgänger war ganz klar die Software das Problem. Es war an sich ein nices Gerät, aber die Software hat das Gerät gekillt. Ich bin echt gespannt, ob sie das jetzt endlich auf die Reihe bekommen haben. Das war es ansonsten auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Tech News hier auf dem Channel. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Eure Meinung zu den für euch interessantesten Themen, wie immer, in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Like und vor allem auch ein Abo nicht vergessen, damit ihr auch zukünftig keine Videos mehr verpasst. Ganz kurz an der Stelle, es geht auch bald wirklich los mit dem Sauna-Projekt und auch mit dem nächsten Van-Ausbau. Aber gerade jetzt nach der Reise haben sich hier so viele Projekte angestaut. Ich bin einfach nur am Abarbeiten und komme kaum hinterher. Deswegen wird sich das Ganze noch um ein, zwei Wochen verschieben. Aber es wird natürlich weitergehen mit den DIY-Projekten. Bis dahin, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.